Immer in Bewegung ist die perfekte Beschreibung für mein Leben bisher, für all das, was ich bisher erlebt habe, auf meinem Weg, auf meiner Straße ins Glück. Und ja, ob mal mit großem Tempo weiter nach vorn oder auch einfach mal zurück mit einem Umweg, beschreibt das genau das, was es ist. Nämlich, es gab niemals Stillstand, sondern ja, hätte ich das alles nicht so gemacht mit der Bewegung, mit der Power, dann wäre ich nicht die, die ich heute bin. Ich bin immer in Bewegung. Ich bin immer in Bewegung. Alle Songs in dem Album erzählen eine Geschichte aus meinem Leben. So zum Beispiel, wie schön bist du wirklich? Es hat wirklich Jahre gebraucht, bis ich erkannt habe, dass es nicht darum geht, andere stolz zu machen, so wie man ist, oder andere glücklich zu machen mit dem, was man macht, sondern dass es wirklich darum geht, das zu machen, was einen selbst glücklich macht. Und es hat echt gebraucht, um zu erkennen, everybody's darling zu sein. A, schafft man es nicht, und B, bringt es einem auch nichts. Und ja, und deswegen, wie schön bist du wirklich, war für mich wirklich ein guter Song, womit wir hier in der Zusammenarbeit gestartet sind. Die Liebe zur Musik, die habe ich aus der Familie. Meine Oma hat mich wirklich mit in den Kirchenchor genommen, und mit meiner Mutter haben wir samstagsabends meistens zur Disco- und Hitparade alle Songs hoch und runter wunderbar gecovert. Ich natürlich als ganz kleines Mädel, und mir war schon immer klar, dass ich Sängerin werden möchte. Ich finde ganz schön zu sagen, meine Musik ist so eine Dreiecksbeziehung. Und zwar aus einem Pop-Chanson. Ich singe Deutsch, das heißt, da ist auf jeden Fall viel Text drin. Mit einer eingängigen Melodie, also dieses Schlager-like, damit man auch ja, sich gut dazu bewegen kann. Und mit einer kräftigen Portion von Nashville-Sound, der dem Ganzen wirklich so das gewisse Etwas und den tollen Sound letztendlich gibt. Auf der Bühne zu stehen ist ein unglaubliches Gefühl, ist für mich ein Hammergefühl von absoluter Glückseligkeit, und dann noch zu sehen, man sieht es ja erstmal, wie das Publikum reagiert, nämlich dass sie dir zuhören, dass sie im Takt mitgehen, dass sie nicken bei manchen Textpassagen, also sprich, dass ich sie wirklich auch erreiche, das ist absolut toll. Und wenn dann nach einem Konzert oder ja, nach dem Gig dann noch das Publikum wirklich dann auf mich zukommt und mit mir spricht und sagt, Mensch, der Song, und das ist ja toll, und haben Sie das oder hast du das wirklich erlebt, oder mir ging es auch schon mal so, ja, dann ist das einfach nur unglaublich, unglaublich schön, ja. Solange ich gehe, solange etwas passiert, weiß ich, dass ich lebe. Ich bin in meinem Bewegung. Ich weiß nicht, was die Steigerung von Lampenfieber ist, auf jeden Fall habe ich das. Das ist manchmal ganz, ganz schrecklich. Aber ich muss sagen, so wie ich auf der Bühne stehe, ist absolut jeder Zweifel weg. Und ich fühle mich absolut sicher. Ich fühle mich sicher und geborgen und weiß gar nicht, was die 10 Minuten vorher mit mir los war. Mann über Bord erzählt definitiv eine Geschichte aus meinem Leben, aber nicht, dass ich einen Mann über Bord geworfen habe, oder sprich, dass es da hier um eine Trennung geht von einer Person, von einem Mann, sondern es geht letztendlich um die Trennung, um ja, das Überbordwerfen eines Lebens, was ich so nicht mehr leben wollte. Was mich unglücklich gemacht hat, was mir nicht mehr gut tat, und ich Gott sei Dank aber die Reißleine ziehen konnte und gesagt habe, ich mache jetzt das, was mir gut tut und was mich glücklich macht. Und deswegen mache ich jetzt die Musik und mache Sport. Sylt war für mich immer ein Sehnsuchtsziel. Seitdem ich hier lebe und das mache, was ich mache, fühle ich mich im Leben angekommen. Ja, mein Plan ist es definitiv, meinen Traum zu leben. Nämlich auf jeden Fall die Musik weiterzumachen. Immer in Bewegung zu bleiben, um das zu verwirklichen.